Neuer Tag, neue Session. Willkommen zurück zu Legend of Grimrock 2. So, auf geht's. Meine Güte. Ich glaube, das letzte Mal waren wir schon ziemlich erfolgreich. Und sind ja hier stehen geblieben bei House of Braids. Da wollen wir uns doch mal umgucken, was wir hier für ein wunderschönes Rätsel haben. Okay, war das jetzt schlau? Oh. Oh. Okay, ich verstehe es, glaube ich, schon zum Teil. Okay. Wir haben 4 Hebel, sehe ich das richtig? Und die müssen wir nacheinander betätigen. Die Frage ist halt, in welcher Reihenfolge. Entweder erst die linke Seite oder erst die rechte Seite, damit das Gitter da hinten aufgeht. Wir haben da noch einen Schlüssel. Und dann wiederum... Oder machen wir erst hier die erste Linie, dann die zweite Linie? Ich weiß es nicht. Also das große Problem, was ich hieran sehe, ist, wenn ich mich jetzt hier drauf stelle auf das Feld, dann geht das nächste Feld hoch. Wiederum geht das auch hoch, dann geht das runter. Das ist nicht alles so das Wahre. Gucken wir mal. Ich könnte jetzt natürlich den Hebel betätigen. Wie kommen wir denn auf die andere Seite? Ich glaube, das Erste, was wir jetzt machen, ist mal eben den Schlüssel hier mitnehmen. Ein Iron Key. Wunderbar. So, das heißt, wir müssen jetzt einfach hier weiter geradeaus. Dann einmal nach hier. Und... Wenn ich mich jetzt hier drauf stelle, wird das Feld frei. Wiederum das Feld bleibt ja erstmal so, ne? Es ist nur um mich herum, die Felder, oder? Genau. Wenn ich den Hebel jetzt da betätige, genau, das ist genau das Ding. Wenn ich den Hebel jetzt betätigen würde, dann geht nämlich das linke Feld runter, das rechte Feld geht runter und ich würde mich einmal komplett einsperren. Wie kommen wir denn hier raus aus der Situation? Ich müsste eigentlich erstmal gucken... Nee, hier geht das gar nicht, ne? Ich müsste das Feld hier runtersetzen. Das funktioniert aber, indem ich mich hier drauf stelle... Und dann einfach hier wieder zurückgehen, ne? So, und dann gehen wir noch einmal hier hoch. Und noch einmal hier lang. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich mache, ohne dass ich mich einsperre. Hier könnten wir noch hoch. Dann gehe ich nach hier. Dann gehe ich nach hier. Ja, und das war jetzt nicht unbedingt so schlau, ne? Ja, nicht gut. Muss ich jetzt noch einmal im Kreis laufen? Wenn ich mich hier hinstelle, geht das hoch. Wenn ich mich hier hinstelle, geht das hoch. Dann kann ich hier hin, dann kann ich den drücken. Dann gehe ich erstmal wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt im Allgemeinen richtig ist, was ich hier tue, aber ich bemühe mich. Dann gehe ich hier hin, da drücke ich den runter. Oh Gott, bitte lass das richtig sein. Dann gehe ich mal hier rüber. Und dann haben wir uns auch gleich wieder eingesperrt. Wir müssen, wenn ich hier hingehe, geht er hoch, so. Wenn ich hier hingehe, geht er runter. Wiederum der andere geht nach oben. Ich kann also immer weiter geradeaus. Aber irgendwann ist auch hier wieder Schluss, ne? Ach Mist, verdammt. Wie komme ich denn jetzt an den hier dran? So, ne? Wenn ich jetzt hier hingehe, wunderbar. Aha, jawohl. So, das heißt, ich gehe hier weiter geradeaus, nach hier, nach hier, nach hier und komme hier rein. Sehr gut. Oh, und wir haben eine Kiste mit einem Maul. Was bist du denn Schönes? Maul. Two-Hand Weapon. Sehr schön. Damage. Oh, es geht eigentlich, ne? Ignores 25 Punkte auf Enemies Armor. Das ist eigentlich schon richtig schön. Und Knockback Special Attack mit 40 Energiekosten. A massive powerful blow that pushes back enemies. Okay. Hold down attack button to use. Also der ist, der gefällt mir. Der gefällt mir. Der ist wirklich nett. Der ist nett. Nicht nur, dass er stärker ist als unsere andere Zweihandwaffe. Wir können sie ja einhand tragen. Ist es doch relativ... Wahnsinn. Was ein dickes Gerät. Was ein dickes Gerät. Werden wir mal ausprobieren. Also die neue Fähigkeit ist natürlich sehr interessant. So, wie kommen wir jetzt hier raus?
Und zumal haben wir nicht irgendwie vielleicht noch einen versteckten Schalter? Ich habe natürlich jetzt während des Laufens so ein bisschen geguckt, aber ich glaube nicht, dass wir sonst noch irgendetwas hier haben. Nee, wir müssen sogar geradeaus. Ich sehe aber jetzt keinen Schalter. Zumindest hier nicht an der Wand, wo ich nicht geguckt habe. Auf der anderen Seite wäre es jetzt aber was anderes. Nein, wir haben uns eingesperrt. Nein! Nein, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Nun gut, haben wir nicht aufgepasst, weil ich jetzt nach den Schaltern geguckt habe. Wo ist denn unser... wo ist unser Seil? Ach hier, okay. Kann ich das einfach benutzen? Genau, einfach mal nach unten. Und im Dunkel ist es doch was unangenehm. So, sind wir wieder hier unten angekommen. Da oben ist der Lufttempel, da wollen wir nicht hin. Wir gehen jetzt wieder den Weg hier zurück. Ich hoffe, wir haben keinen Respawn oder so. Ja. Den Weg können wir hier gehen. Wir haben ja hier unten soweit alles geklärt. Schön, aber damit hätten wir das erste Rätsel, würde ich doch behaupten, gut gemeistert. Hm? So, einmal wieder nach oben. Dann wollen wir mal gucken, was... Oh, hör auf damit. Was uns hier noch so Schönes erwartet. Das hatten wir jetzt fertig, ne? Ja, genau. Und wir haben sogar noch einen Schlüssel bekommen, wofür wir aber noch nicht wissen, wofür. Die Kristallmine, der Eingang war hier unten. Ja, wir haben das Rätsel noch hier vorne, ne? Ach, ich mag das nicht so. Das Haus der Nadeln. Ja, ist klar. Also, zumal die sind sehr, sehr schnell. Und ich gehe stark davon aus, dass wir hier auf jeden Fall getroffen werden. Okay, wir haben irgendwas auf der rechten Seite, denke ich mal, geöffnet. Lalala. Okay, wir müssen auch noch drei weitere Schalter finden, um hier dann durchzukommen. So weit, so gut. Oh, ist da drüben frei? Ja, ist es. Schnell, 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 schnell. Wunderbar. Ach, hier drüben wäre auch noch frei. Gut. So, warte mal. Da haben wir noch einen Schalter. Haben wir auch. Der ist aber nicht der richtige, oder wie? Na nü. Okay. Mysteriös. Ich mag solche Dinger nicht, weil wir könnten hier so viele Schalter haben, ne? So viele Schalter. Es ist schon ein bisschen... oh, da ist ja auch noch zu. Oh, was ist das denn bitte für ein Labyrinth? Da drüben haben wir wieder einen freien Platz, glaube ich. Ich werde da jetzt mal hingucken. Zumindest versuchen, hinzukommen, ohne dass wir direkt hier abgeschnetzelt werden. So, du hast dich vermehrt, das ist sehr gut. Hier haben wir aber keinen Schalter, okay. Ja, wie kommen wir denn da denn dran? Erstmal, oh, da hat es gerade mal eben kurz geleckt. Erstmal wieder kurz zurück. Ich habe keine Ahnung, wo wir... Oh, das ist nicht gut. Lass mich hier rein. Ich glaube, wir können uns da den Weg freikloppen. Werden wir auch machen. Du warst der Schalter, den wir betätigt haben, glaube ich, ne? Okay, das heißt einmal zurück. Mal eben freikloppen, so gut wie es geht. Oh, oh. Keine Pizza. Oh, Jemini. Gib mir das mal, dankeschön. Und einmal durch. Hallo, Gesicht. Antivenom, sehr gut. So, was das so ein schönes. Oh, ich bin das linke Auge. Ich sah, wo der Meteor fiel. Oh, das ist natürlich richtig, richtig gut. So, das heißt... Linkes Auge, Meteor. So, dann lass uns doch mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo war denn... Also, er guckt in die Richtung hier, ne? Lass mal eben schauen. Und wir hatten hier unten drei Goldschlüssel. Ne, wo war das denn? Das rechte Auge, Meteor. Boah, Wahnsinn, wie soll man das denn bitte hier... Blblblbl. Da muss ich mal eben kurz mit dem Finger über den Monitor. Also irgendwo hier ist der Meteor gefallen. Also hier so in dem Bereich, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn wir jetzt mal gerade runtergehen, das wäre die Linie. Also hier die Linie nach oben. Oh, das hier könnte der Meteor sein. Je nachdem, ich weiß es nicht.
Aber cool, schön, dass wir hier das Rätsel schon mal gefunden haben. Da hinten geht es nicht weiter, da müssen wir wieder was freikloppen. Ich meine, etwas Zeit haben wir ja. Was höre ich denn da? Oh Gott, was ist das denn? Feuerball, Flieg und Sieg, null Schaden. Oh, aua. Ja, damit kannst du... Oh, der hat mich runter... Oh, hast du Schande. Das ist nicht dein Ernst. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ah. Komm rum hier, komm. Ach du Schande. Wir sind so tot, wir sind so tot. Und ich habe keine Ahnung, wie wir hier am besten wegkommen. Stirb doch einfach. Ich habe Angst. Nee, bitte einmal hier raus. So, nochmal Zauber vorbereiten. Bitte, 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 bitte. Verfolgst du uns? Ja, natürlich. Warum denn noch nicht? Aber warum bist du gegen Feuer immun? Du Mistvieh. Ah, la, 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 la. Jawohl, haben wir es doch. Oh, wie unangenehm. Ah. Wie unangenehm. Schade, dass wir einen verloren haben. Lass mal eben gucken. Wo müssen wir da hin? Ach, da müssen wir. Ach je, ach je. Neue Viecher, die immun sind, ich weiß gar nicht, gegen physische Attacken auch. Es war irgendwie so viel auf einmal. Nun gut, alle wieder am Leben. So soll es ja auch sein. Ein Stufenaufstieg für unsere Alchemistin. Es ist natürlich hier die Frage, was machen wir. Der letzte Perk für Alchemie wäre eigentlich schon super. Je höher das Skill ist in der Alchemie, desto besser sind letztendlich die Tränke. Und ich würde sagen, wir nehmen auch jetzt einfach den letzten Skillpunkt mit hinein in der Alchemie, weil dann haben wir es hinter uns. So, dann nochmal zurück hier in dieses komische, mistige Nadelding. Also diese Viecher, die da jetzt sind, ich weiß nicht, warum wir nur damit zaubern können. Kannst du das auch schon? Nein, kannst du nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum. So, wir sind ja aber nicht fertig, das steht fest. Also, lass mal eben kurz nach hier gehen. Genau, hallo. Nee, hier haben wir nichts. So, hier hätten wir jetzt dich. Oh, hallo. Ein großer Mana-Trank, ein großer Heiltrank und zu guter Letzt ein Powergame. Bitte nicht noch ein Vieh. Bitte nicht. Gut, damit hätten wir das Rätsel schon mal gelöst, aber da war noch eine Tür, die verschlossen gewesen ist. Deswegen müssen wir mal gucken. Zumindest ein Gitter ist ja da gewesen. Müssen wir nur mal gucken, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Da war nichts, da geht es nur irgendwo weiter, den Weg, ne? Ja, ich sehe schon, da sind wir nämlich noch nicht gewesen. Ich schaue jetzt mal eben kurz, dass wir da irgendwie schnell hinkommen, so gut wie es geht. Kann man sich? Ja, kann man, ne? Kann man. So, haben wir hier noch irgendwas? Ach du Schande. Okay, hier sind wir safe. Wir finden ein Spirit Mirror Pendant. In dem Sinne ein Spiegel... Spiegel-Amulett, wie man es jetzt schimpfen möchte. Spieglein, Spieglein. Gucken wir uns gleich an. Ich will nur eben kurz gucken. Hier gibt es bestimmt so viele Schalter und Knöpfe, die man drücken kann, um hier noch was zu finden. So, hallo. Oh, ein guter Trank für das Wiederbeleben. Sehr gut, dann haben wir das schon mal. So, mal eben kurz weiter. Den Knopf hatten wir schon gedrückt. Mal eben hier, ja, hi, linkes Auge. Wo müssen wir hin? Ich meine, irgendwo da hinten war das noch, ne? Genau, da hinten sind wir noch nicht gewesen. Ich laufe jetzt einfach mal ganz tapfer hier durch. Ah, also dieses Nadelding hier ist wirklich unangenehm. Genau da. Wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein?
Also eins steht fest, hier gibt es auf jeden Fall ein Secret. Die Frage ist, wie kommen wir dort hinein, weil da gibt es auch schöne Schuhe. Und zwar sieht das mir meiner Meinung nach aus nach den Schurkenschuhen. Wie kriegen wir das Gitter auf? Nun gut, erstmal gucken wir mal, eben kurz. Ja, die Potions. Nö, da würde ich sagen, die Potions, die bekommst du jetzt erstmal alle mal. Du bist eh unsere Alchemistin. Nee, den kannst du ruhig da lassen. Der kommt aber mit hier rüber. Das Schwert tust du bitte unten reinpacken. Oh, wir bekommen noch mehr Erfahrungspunkte. 25% schneller. Ja, dann ist das was für dich. Genau deswegen haben wir hier auch Menschen erstellt, damit du noch schneller Erfahrungspunkte bekommst. Aber gut, gut. Dann haben wir uns hier drum schon mal gekümmert. Den Schlüssel haben wir noch, wofür auch immer. Ich denke mal, die passende Tür dazu werden wir schon finden. Und wir müssen so oder so noch zurück, ne? Ja. Gut. Aber erstmal das Rätsel. Jetzt ist die Frage. Es ist die Frage, wo haben wir an der Wand? Oder wo haben wir... Ne, warte, machen wir es mal safe. So, wo haben wir also den versteckten Schalter oder den Knopf, der... Oh, wir brauchen einen Goldschlüssel, das ist es. Ich hab's gesehen. Wir brauchen einen Goldschlüssel. Ja, das tut jetzt weh. Okay, das hat direkt doppelt und dreifach weh getan. Also mit dem Goldschlüssel kriegen wir dann die Füße, ja? Können wir gerne machen. Gold K. Und dann werden wir uns das hier markieren. Nee, nimm mal ruhig den hier, weil hier ist ja noch ein Schatz. Das sind ja die Diebesschuhe, müssten es gewesen sein. Die waren ja schwarz, ne? So, dann wissen wir auch Bescheid, falls wir mal den einen oder anderen Goldschlüssel übrig haben. Aber jetzt heißt es erstmal hier wieder heile rauskommen. Zumindest so gut wie es geht. Ja, haben wir auch gemeistert. Und dann natürlich nochmal eben kurz an den Kristall, wenn dieser denn jetzt noch aktiv ist. Ja, okay. Müssen wir zum Glück gar nicht warten. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt bleibt eigentlich kaum noch eine große Möglichkeit. Wir haben hier auf der Karte oder in dem Sinne in dem Gebiet, wir haben uns sonst eigentlich alles angeguckt, oder? Oder haben wir jetzt irgendwas vergessen an Rätseln? Ich meine, waren schöne Rätsel, nicht sonderlich schwer, aber war okay. Kann man eigentlich nicht... Oh, du hast Hunger? No, nicht verhungern. Ist dir das Würstchen? Mein Guter, ist dir das Würstchen? Nee, ich glaube, wir können eigentlich in die Mine gehen, in die Kristallminen, wo wir auch wissen, wo wir reinkommen. Kann natürlich aber auch sein, dass ich hier vielleicht das ein oder andere vergessen habe. Das ist so schön gemacht, ne? Nee, aber an für sich sieht es gut aus. Ja, hierfür braucht man auch wieder den Goldschlüssel. Da habe ich mir aber nicht aufgeschrieben, was es da gibt. Diesmal habe ich es mir aufgeschrieben. Und, die Frage ist, die ich mir gerade stelle, gehen wir erstmal zurück und gucken uns das an mit dem Meteor, weil ich habe keine Ahnung, was es mit dem Meteor auf sich hat. Oder gehen wir... Erstmal gehen wir eben kurz zurück, ja. Und danach gehen wir in die Kristallminen, versprochen. Ich bin nämlich ganz neugierig. Kristallmine klingt mysteriös. Bam, der Zauber, der ist gut. So, ich würde sagen, ich sortiere mal eben ein bisschen das Inventar. Diesmal werde ich euch nicht mitnehmen, weil, ne, spar mal ein bisschen Zeit. Ihr möchtet natürlich sehen, wie wir hier so ein bisschen weiter mit der Action sind. Werde mir das eben markieren anhand der Karte, wo wohl der Meteor vergraben ist. Ihr habt ja gesehen, es sieht ein bisschen schwieriger aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder.